Ich habe mich da nochmal in die Hosen geschissen und dachte mir, okay, jetzt ist aber wirklich vorbei. Wir waren 3 Monate im Gefängnis mit Folter. 1-2 Mal die Woche haben die uns rausgefischt, haben uns gefoltert, geschlagen, um herauszufinden, wo das Gold ist. So erzählt der Richter und der Staatsanwalt was von 13 Jahren. Will er mich verarschen? Was für 13 Jahre? Für was? Ich habe doch keinen Menschen umgebracht. Ich weiß es nicht. Ach du weißt, natürlich weißt du es nicht. Vielleicht lag es auch einfach. Ich habe keine Ahnung, wovon der Rede. Ja. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und ich habe heute mal wieder ein ganz neues Thema für euch vorbereitet. Wir treffen nämlich heute einen Mann, der einen Goldtransporter überfallen hat. Aber bevor es losgeht, kommen wir heute erstmal zum Faktencheck. Ende 2009 überfiel eine Gruppe Männer, darunter auch der Rapper Khatar, einen Goldtransporter in Ludwigsburg. Bei dem Raub erbeuteten sie 120 Kilo Schmuck und Zahngold im Wert von ungefähr 1,7 Millionen Euro. Von der Beute fehlt aber bis heute jede Spur. Offiziell konnten alle Täter ermittelt werden und wurden zu Freiheitsstrafen von 4 bis 9,5 Jahren verurteilt. In solch schweren Fällen von Diebstahl kann man sogar zu Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren verurteilt werden. Das war's jetzt mit dem Faktencheck und hier ist die Statistik eingeblendet, wie viele von euch diesen Kanal verfolgen, aber ihn noch nicht aktiviert haben. Und wirklich, ich bin jedem von euch zutiefst dankbar, der diesen Kanal aktiviert. Das unterstützt unsere Arbeit hier enorm und ja, lasst uns mal was an dieser Statistik verändern. Das ist unfassbar. Also aktiviert diesen Kanal, abonniert die Glocke, das sind 2 Klicks. Ich danke euch zutiefst und ich würde sagen, wir haben jetzt auch genug geredet. Wir beginnen im Video und treffen jetzt Sammy. Hallo, hallo, hallo. Ich grüße dich. Wie geht's? Alles gut? Alles super. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen? Mach ich. Ich grüße euch. Mein Name ist Sammy Shamsuddin. Ich bin Musiker bei Alles oder Nix Records. Und ich bin in Bonn geboren und werde euch heute was erzählen, wie ich knapp 130 Kilo Gold zipzerabt habe mit meinem Onkel Khatar. Und ja. Darüber werde ich euch heute was erzählen. Ich bin sehr gespannt, was du da zu berichten hast, Sammy. Ja. Ich werde dir dazu natürlich einige Fragen stellen. Wenn es irgendwas gibt, worauf du da nicht antworten möchtest oder darfst, sag mir das sehr gerne. Musst du dann auch nicht. Aber ich freue mich, die Zuschauer zu Hause auch, wenn wir heute mal die ganze Wahrheit hören. Und wenn du bereit bist, fangen wir direkt an. Gerne. Dann fangen wir mal vorne an. Du hast gesagt, du bist in Bonn aufgewachsen. In was für Verhältnissen bist du aufgewachsen? Ja, es waren auch schon halt schwierige Verhältnisse. Ne? Ich bin am Prüserberg aufgewachsen. Also das ist auch so eine Gegend, wo es halt die meisten Leute irgendwie finanziell nicht gut geht und so. Und uns ging es ja auch finanziell nicht so gut. Vor allem nach dem Tod meines Vaters, weißt du? Und ich habe damals nämlich, weiß ich zum Beispiel, als ich von meinem Vater aufgeweckt worden war, um rauszugehen, zu spielen, und er sich von mir verabschiedet hat, da habe ich schon gemerkt, okay, da ist irgendwas faul, da stimmt was nicht so, weißt du? Und dann bin ich rausgegangen, habe dann auch noch die Pistole auf dem Tisch liegen sehen. Und das war dann so für mich ein bisschen eine schwierige Phase, weil ich dann, als das passiert ist, ich mir dann gedacht habe, fuck, wärst du doch zu Hause geblieben, dann wäre das vielleicht nicht passiert, so, weißt du? Darf ich fragen, was passiert ist? Ja, der hat sich das Leben genommen. Krass. Ja. Und ja, das war schlimm. Also ich bin draußen am Spielen und ich habe die ganze Zeit hochgeschaut im Fenster, so, weil ich gemerkt habe, okay, da ist irgendwas faul. So beim Spielen immer weiter hochgeguckt, bis ich dann irgendwann mal den Knall gehört habe. Und dann wusste ich, ah, okay, das war's jetzt. Das ist es. Und bin schnell hochgelaufen zu ihm. Und das war dann für mich extrem. So, weil ich dann, meine Mutter war zu Hause, die hat das, der lag dann auf ihr Schoß, so, weißt du? Dann irgendwie, leider erst im Gefängnis, habe ich durch so psychologische Gespräche gelernt oder gecheckt, beziehungsweise Hilfe bekommen, dass ich da eigentlich nichts mit zu tun habe, weißt du? Dass ich einfach nur ein Kind war und mich einfach nur wie ein Kind verhalten habe und richtig, dass ich dagegen nichts machen konnte. Was würdest du selber sagen, wo ist dein Leben in Richtung Kriminalität abgedriftet? Also wo war das erste Mal oder das zweite Mal, dass du gemerkt hast, okay, jetzt komme ich vielleicht mit Drogen in Kontakt oder mit Menschen, die mit kriminellen, also harten kriminellen Taten zu tun haben? Angefangen hat es da, weil wir es einfach sehr schwierig hatten, wirklich, also so finanziell. Also wir haben gerade noch so die Miete bezahlt und alles, die ganzen Rechnungen, und hatten noch so vielleicht ein paar Euro zum Leben, so, weißt du? So, okay, du hast kein Geld. Dann versucht er die Schuhe gefallen mir, versucht die doch irgendwie zu klauen oder sonst was, weißt du?
Hast du viel geklaut in deiner Jugend? Ich habe schon echt viel geklaut, muss ich sagen, ja. Ich habe echt viel geklaut, verdammt. Ich kann mich erinnern, Bro, ich habe sogar damals so Zahnbürste und diese Sachen, weißt du, so Haargel, egal was, so Lebensmittel geklaut, weißt du? Einfach Lebensmittel. Okay, also ich verstehe, irgendwann geht es auch um dieses Haben an sich und dieses Nehmen und teilweise dann vielleicht auch gar nicht mehr darum, dass du das unbedingt brauchst, sondern halt um es irgendwie... Nein, es ist ja auch jetzt nicht so, dass ich dann auch Sachen geklaut habe, die ich einfach nicht brauche, sondern einfach nur haben will. Mhm. Nein, ich habe es schon gebraucht auch. Klar, irgendwann hat es dann schon angefangen, dann hast du auch so andere Sachen geklaut. Zum Beispiel jetzt eine Flasche Alkohol oder was weiß ich was, weißt du? Die brauchst du ja nicht zum Leben, so, weißt du? Aber die hat man dann irgendwie doch noch geholt, so, weißt du? Die will man halt dann haben. Ja, die hat man, man hat dann einfach geklaut, so, man war dann einfach nur ein Dieb, weißt du? Und dann hat man geklaut, leider. Wann hast du mit dem Rappen angefangen? Gab es da irgendwie so eine Schnittstelle? Gab es irgendeinen Menschen, der dir das beigebracht hat? Oder war das einfach so, warst du mit den Jungs unterwegs und wolltest das einfach mal ausprobieren? Ich habe in der Schule immer gesungen, wenn es irgendwelche Festivals war oder keine Ahnung, irgendwelche Weihnachtsfeier oder so, dann wollte die Direktorin unbedingt, dass ich da halt singe. Und habe da angefangen zu singen, bis dann irgendwann mal ich mit Jiva, also mit Ratar, bei uns in der Gegend, weiß ich noch ganz genau, es war ziemlich kalt draußen, es hat geregnet. Und ich hatte diese Sparkassenkarte, womit man dann irgendwie reinkommen kann. Das war ja nachts, das war so 2-3 Uhr nachts. Dann sind wir reingegangen, weil es halt draußen kalt und am Regnen war, reingegangen, haben dann einfach angefangen, irgendwie Musik zu machen. Ich habe so angefangen zu singen, der hat angefangen zu rappen und dann uns gegenseitig so entdeckt, ey, wow, du kannst ja echt gut rappen. Und der zu mir, ey, du kannst aber auch echt gut singen, verdammt, du hast eine Stimme und was weiß ich was. Und dann hat es irgendwie so angefangen, haben wir gesagt, okay, lass mal auf jeden Fall versuchen, was zu machen, so. Lass uns dranbleiben. Und dann sind wir dran geblieben. Da frage ich mich natürlich, ihr habt euch da so zusammengefunden, wart ja auch beste Freunde und irgendwo müsst ihr dann aber gesagt haben, der Erfolg und dieses Aufsteigen so auf dem musikalischen Weg reicht nicht aus und wir müssen jetzt dieses ganz große Ding durchziehen. Genau. Warum? Ja, leider hat man damals nicht, was heißt, ich wollte sagen nicht viel, man hat kaum, gar nicht Geld verdient mit der Musik, ne? Mhm. Ehrlich, man hat gar kein Geld verdient. Vielleicht haben wir mal hier mal kurz einen Auftritt gehabt und da ein Konzert oder sonst was, so kleine Dinger, da hat man ein paar Euros verdient. Aber wir waren halt dumm und haben einfach andere Sachen gemacht, um an Geld ranzukommen, weißt du? Und dieses eine Problem, meinst du, hat der liebe Khatar einen Fehler gemacht gehabt, was extrem teuer war und wir dann irgendwie das Geld auftreiben mussten. Diesen Goldraub dann haben wir den dann gemacht, weil da auch diese Summe wäre, die du gebraucht hast, also die wir gebraucht haben. Also dein bester Freund hatte Schulden, hohe Schulden. Genau. Weißt du, wie hoch das war? Ja, es ging schon fast auf die Viertelmillion, ja. Okay, also für euch damals unbezahlbar. Genau. Und da war eure Kurzschlussreaktion, genau. Wir müssen dieses Geld auftreiben. Was passiert, wenn ihr es nicht auftreibt? Das waren einfach schreckliche, hässliche Leute, die auch dafür kein Verständnis haben, dass du das nochmal vielleicht um eine Woche oder einen Monat verschieben kannst oder verlängern kannst. Nein. Bei denen ist einfach Zahltag, Zahltag. Das heißt, ihr habt euch wirklich unter Druck gesetzt gefühlt und da mussten wir das beschreiben. Also ich, bei aller Liebe, ich kenne Filme, wo irgendwelche Leute in die Bank stürmen und dann versuchen, Geld rauszubekommen, aber ihr habt es irgendwie anders gemacht. Genau, wir haben es anders gemacht. Wir haben vorher schon einen Tipp bekommen gehabt, dass da eine Menge Gold zu holen ist, haben wir uns als Polizisten verkleidet und haben dann diesen Goldtransporter angehalten als Polizisten und Steuerfahndung und haben gesagt, dass das Gold halt beschlagnahmt ist. Wir haben uns das ganze Equipment besorgt, Polizeiuniform, Blaulicht, alles einfach, was so ein Polizist bei einer allgemeinen Kontrolle macht. Diese Sachen haben wir uns besorgt und haben den dann bei der Fahrt zur Goldschmiede rausgefischt, angehalten und gesagt, einfach kackfrech, ja, das Gold ist beschlagnahmt. Und das Gold ist beschlagnahmt. Das Gold ist beschlagnahmt.
Wir haben das Gold dann einfach genommen. 1,8 Millionen Euro in Gold und Schmuck, das war die Beute eines Raubüberfalls vor wenigen Wochen. Und der lief äußerst trickreich ab. Die Täter, die haben nämlich einfach ein Blaulicht angemacht in ihrem Auto, sich als Steuerfahnder und Polizisten ausgegeben, mit ihrem BMW den Geldtransporter gestoppt und die Fahrer in Handschellen gelegt. Sam, ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen. Also ihr habt euch Uniform besorgt, ihr habt ihr euch auch Waffen zugelegt? Nein. Ohne Waffen? Ohne Waffen. Ja, das war ja auch das Schöne eigentlich an der ganzen Sache. So, das war eigentlich, für mich war das kein Raub. Ich persönlich sage oder nenne es ein Trickdiebstahl. Das war aber kein Raub. Wir haben keine Waffen benutzt, gar nichts. Wir hatten ja dieses Polizeiequipment und da, wo die Pistole reinkommen soll, die war zum Beispiel leer. Weißt du, da war keine Pistole. Ja, das war einfach leer, okay. Genau. Das heißt, ihr seid zu zweit habt Blaulicht angemacht? Genau. Habt die rausgewunken? Genau. Nein, wir waren zu viert, weißt du? Wir sind mit zwei Autos gekommen. Haben hinten halt diesen digitalen Anzeiger mit der Polizei bitte folgen angemacht, Blaulicht drauf und dann haben wir die rausgeholt von der Autobahn. Und zufällig, Bro, war der Beifahrer von dem Goldtransporter ja auch ein Polizist. Oh, das heißt, der hätte das eigentlich checken müssen. Das war ein Polizist und der Khatan nimmt den Ausweis, der checkt, diesen Stern kenne ich und das ist doch ein Polizist und so. Ne? Ich ziehe mir den Ausweis, der gibt mir den Ausweis, weil wir nicht wussten, wie wir uns jetzt verhalten sollen. Wie sollen wir reagieren darauf? Das ist ein Polizist so. Ich gucke und ich denke, ey, Cut, lass einfach einsteigen im Auto und wieder weg. Einfach weglaufen. Also tun, als wäre nichts passiert. Und dann fing da schon an, der Polizeibeamte. Ja, Herr Kollegen, was ist denn los? So, ne? Worum geht's denn hier? Wer seid denn die? Also, weil der hat auch gefragt, wer wir sind und so. Und Gott sei Dank hat der G, also der Khatar, das irgendwie noch hingekriegt, Bro. Was sagst du denn in so einer Situation? Ich bin auf Standby gegangen. So, ich bin Standby gegangen. Ich wusste gar nicht mehr. Ich wollte einfach nur weglaufen. Aber der Jeeva, der hat das irgendwie so geregelt, hat mit denen irgendwie gequatscht und irgendwas vollgelabert, dass derjenige auch nichts dagegen machen kann, weißt du? Der konnte nichts machen. Der, egal, was er gesagt hat, nein, halt, stopp, ist gut jetzt hier, ne? Hier rede ich, ne? Solche Sachen. Und haben noch mit dem voll auf Kölsch geredet, weißt du? Was auch voll Banane war. Einfach auf Kölsch. Ja, okay. Und das in Nürnberg, weißt du? Ach, das war okay. Was auch voll auffällig war und falsch. Du kannst ja nicht in Baden-Württemberg auf Kölsch reden, weißt du? In Bayern. Baden-Württemberg. In Nürnberg wart ihr? Ja, ja. Ach so, okay. Haben den dann bei uns in den Wagen rein, mit Handschellen. Aha. Ja. Und ich bin dann in den Goldtransporter eingestiegen, hab den dann gefahren, weg. Ja, und die sitzen halt im Auto, im Polizeiwagen, weißt du? Das war halt ein ganz normaler Zivilwagen, weißt du? Bei der Kontrolle ist ja auch noch was ganz Schlimmes passiert, ist dann wirklich auch noch eine Polizeistreife gekommen, ein Sixpack, diese riesen Busse, wo dann auch so vier Beamten sitzen und bei uns anhalten und sagen, ey, Herr Kollege, ist alles in Ordnung, braucht die Hilfe? Und der G war wieder mit auf kölsche Sprache. Nee, nee, ist alles gut hier, könnt ruhig weiterfahren. Und ich denke, nein, okay, fuck, ey, lauf aber jetzt weg. Ich meine, es ist schon genug, dass da Beifahrer, ein Polizeibeamter sitzt. Und dann kommt da hier noch ein Sixpack mit vier Beamten und halten an bei uns und sagen, ey, Kollegen, braucht die Hilfe? Und wir sagen, nee, ist alles gut. Ich habe mich da nochmal in die Hosen geschissen und dachte mir, okay, jetzt ist aber wirklich vorbei. Also dann fahren wir die gucken, ja, alles gut und fahren weiter. Und ich denke, boah, ey, echt jetzt? So, danke, lieber Gott. Ist nichts passiert, die sind weggefahren. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall bin ich dann den Goldtransporter weggefahren. Der Khatar ist mit dem anderen Kollegen, also mein Mittäter, und die zwei Opfer, sagt man, keine Ahnung, weggefahren. Die haben die dann irgendwo, die sind ein paar Runden gedreht, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ein paar Runden haben die gedreht und dann haben die einfach irgendwo im Wald rausgelassen. Und da haben die dann auch gecheckt, okay, das ist dann halt echt eine Verarschung. Eieieiei. Ja. Okay, also spätestens in dem Moment habt ihr auf jeden Fall einen Diebstahl und eine Entführung begangen. Ja, und das war das Schlimme halt, ne? Ist ja dann, ist Körperverletzung, ne? Und Freiheitsberaubung. Sam, jetzt musst du mir aber verraten, wie viel Gold war in diesem Transporter? 125 bis, ich glaube, 130 Kilo. Kilo? Ja, genau. Ich weiß, dass alleine 100 Gramm Gold schon sehr teuer sind heutzutage.
Ja, heute, ne? Damals war es leider ein bisschen günstiger. Wie viel war heute, das wert, was du da durch die Gegend gefahren bist bei dem Raub? Das waren 1,9 Millionen. Wie fühlt sich das an, wenn du da diesen, du sagst, Trick auspackst, ja, und diesen, ja, Raub durchziehst und, ja, plötzlich ein fremdes Auto mit 1,9 Millionen Euro? Ja, das war krass, weil ich in dem Moment gedacht habe, okay, solange ich nämlich da sitze und das irgendwie halt fahre, habe ich es geschafft so, ne? Und ich war auf jeden Fall dann in dem Moment happy, dass ich da endlich auch weg bin, so, weißt du, von diesen Polizeibeamten. Sogar bei der Fahrt hat das nämlich schon angefangen mit den ganzen Hubschrauber. Ja, ja, ich bin am Fahren. Und das war sehr schlimm, weil die ganze Zeit irgendwie welche Hubschrauber waren. Aber ich habe zum Glück das ja umgeladen auf meinem Fahrzeug. Also ich habe das Gold vom Goldtransporter in meinem Wagen umgeladen. Der zweite, mit dem ihr vorgefahren genau, seid? Genau, genau. Ah, okay. Das heißt, da hast du einmal umgeladen? Genau. Und bist damit dann aus Baden-Württemberg rausgefahren? Rausgefahren, genau. Und habe den Goldtransporter leer irgendwo stehen lassen? Irgendwo stehen lassen, genau. Das heißt, du hast die Hubschrauber gesehen, aber die Hubschrauber wussten natürlich noch nicht, dass du jetzt mit deinem normalen Auto gerade das Gold drin hast. Genau. Wenn ich mit dem Goldtransporter unterwegs wäre, dann hätten die mich. Ja. Dann hätten die von oben das gesehen und dann hätten mich angehalten. Oh ja, und so bin ich dann halt damit bis zu diesem Ort gefahren, wo es hin sollte. Worüber ich jetzt auch nicht so viel sagen darf und kann. Auf jeden Fall. Wo dieser Ort ist, das darfst du nicht genau sagen. Das heißt, das Gold war dann an diesem Ort XY, ja, und irgendwer hat drauf aufgepasst. Ich weiß es nicht. Ach, du weißt natürlich, natürlich weißt du es nicht. Vielleicht lag es auch einfach. Ich habe keine Ahnung, wovon der Rede. Ja. Gut. Jetzt habt ihr das aber durchgezogen und Helikopter waren schon auf der Jagd nach euch. Das genau heißt, die beiden Typen sind dann auch frei gelaufen und konnten irgendwie auch sicher zur Polizei. Das heißt, ab dem Moment spätestens seid ihr auf Flucht gewesen. Genau. Genau. Wie ich das mitbekommen habe, also in der Fahndung sind die dann irgendwie vom Wald rausgelaufen, bis sie eine Straße gefunden haben oder gesehen haben und haben dann auf der Straße einfach irgendwelche Autos, die da vorbeigefahren sind, angehalten. Und die haben dann halt dann Polizei angerufen und da haben die das dann halt angegeben, was passiert ist. Und was hast du gemacht? Gold abgelegt und dann? Dann bin ich erstmal nach Hause gegangen. Einfach nach Hause? Naja. Ich bin sogar, bevor ich nach Hause gefahren bin, bin ich zur Videothek gegangen, hab mir einen Film geholt, ein paar Filme, hab mich einfach zu Hause eingesperrt, hab mir einfach nur die ganzen Tage, so ein bisschen wieder runterzukommen, habe ich mir einfach Filme angeguckt, um ein bisschen wieder runterzukommen. Also, du hast dich einfach ins Bett gelegt und Filme geguckt? Ich versuch dir das jetzt mal zu glauben, aber das ja, wirklich, ich hab einfach, weil ich hab auch so eine Paranoia natürlich gehabt, dass ich habe einfach Angst gehabt, dass es nicht rauskommt und dass meine anderen auch in Sicherheit sind, meine anderen Jungs, weil die anderen Jungs haben sich erst leider am nächsten Tag gemeldet. Mhm. So, wir haben ja keine Handys dabei gehabt und alles, weißt du? Okay. Damit die uns nicht orten können, falls was ist oder so. Keiner hatte ein Handy dabei, keiner hatte nichts dabei, weißt du? Und die anderen Jungs sind am nächsten Tag gekommen, war auch alles gut, hat geklappt. Und dann waren wir glücklich und zufrieden, es hat geklappt. Mhm. Okay, und trotzdem musst du ja irgendwann dann den Moment mitbekommen haben, dass irgendwie sich da was anbahnt. Also was schief lief, ja. Ja, dass irgendwie dann doch eure Namen in Baden-Württemberg, in Nürnberg genau aufgetaucht sind. Genau, das war nämlich so, dass irgendwann mal einer unserer Mittäter das seine Freundin erzählt hat. Ja, das war der Untergang. Ja, und dann Bonn ist, wie du weißt, ist eine kleine Stadt, die sehr viel, sehr gerne redet. Und dann hat sich das rumgesprochen. Vor allem gab es auch 100.000 Euro Belohnung. Und dann seid ihr geflohen? Dann bin ich geflohen, genau. Khatar war ja schon vorher zufällig schon in England. Und als es dann richtig kritisch wurde, habe ich dann Khatar angerufen und gesagt, ey, langsam wird es mir hier ein bisschen zu heiß. Ich glaube, ich packe meine Sachen und komme auch zu dir. Und dann bin ich nach London geflogen, zu G, wo es noch alles cool war, alles ruhig. Und dann sind wir von London nach Moskau und in Moskau dann kam der Haftbefehl. Baff, Haftbefehl, diese Jungs werden gesucht. Da war es dann offiziell, okay, die haben uns. Dann haben wir natürlich, jeder hat sich einen Anwalt geholt, bis unsere Anwälte irgendwie versuchen, mit dem Staatsanwalt einen Deal zu vereinbaren, damit wir dann halt zurückkommen. Weil
Ja, man kann ja nicht die ganze Zeit auf Flucht sein, ne? Das geht nicht. Es ist teuer. Eine Flucht ist sehr teuer, wirklich. Okay, was ist so teuer? Es ist teuer, alles ist teuer. Alles kostet Geld nämlich und alles ist teuer. Ist wirklich, also Flucht, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das heißt, ihr wolltet eigentlich einen Deal, das heißt, wir stellen uns freiwillig. Genau, wir stellen uns schon, aber macht bitte einen Deal vorher so. Also so, zu unseren Anwälten haben wir das gesagt. Mhm. Ne? Ja, wir müssen zurück, meine Familie ist halt hier. Ne? So, ich kann jetzt nicht mein Leben lang auf der Flucht sein. Außerdem, irgendwann mal kriegen sie dich, wirklich. Und haben dann halt auf diesen Deal gewartet. Und wo konnten wir warten? Leider nicht mehr in Moskau. Warum? Weil schon in Moskau es auch angefangen hat, die Runde zu machen und das in den Nachrichten kam. In Moskau, ja. Hier, diese Jungs werden gesucht, die sind in Moskau. Wo kann uns nichts passieren? Haben wir gedacht, im Irak. Weil einer unserer Mittäter auch daher kommt und auch eine sehr hohe Position hat im Irak. Deswegen dachten wir, wir sind da sicher und sind dann nach Irak geflüchtet. Wie? Mit einem internationalen Haftbefehl. Geht ja auch nicht. Geht ne? das? Also du kannst ja nicht irgendwie am Flughafen dann einchecken, hallihallo, ich würde gerne in Irak. Das ist ja das Problem. Das geht gar nicht. Daher, dieser Freund von uns, der hat einfach die übelsten Beziehungen, wirklich. Und der hat das tatsächlich geklärt mit dem russischen Geheimdienst, dass die uns also von der Interpol-Liste löschen für 2 Stunden. Ja, damit wir auch das Land verlassen können. Das ist aber hochkriminell. Ja. Und das Problem ist aber, dass die Khatar und meinen anderen Kollegen von der Interpol-Liste löschen können, aber mich nicht. Da hatte ich dann ein Problem, weil ich irgendwie wegen Mord gesucht werde. Ne? Habe ich auch nicht verstanden. Ich sage, wie, ich werde doch nicht wegen Mord gesucht. Er sagt, doch, doch. Und da sitzt so dieser James Bond vom Geheimdienst, vom russischen Geheimdienst auch noch, vor dem ich echt meinen größten Respekt habe. Bruder, wir reden hier vom russischen Geheimdienst, weißt du, also das sind für mich die krassesten, die Mossad und CIA, also es gibt keine krasseren. Und der sagt, du wirst wegen Mord gesucht. Ich sag, nein, da macht ihr einen Fehler. Der grinst und sagt, nee, wir machen keine Fehler. Ich so, aber nein, ey, das kann nicht sein. Und deren Prinzipien ist so, bei Mord haben die kein Verständnis. Also die konnten die nicht helfen. Deswegen konnten die mich nicht von der Liste löschen. Die sagen, bei Khatar und bei den anderen können wir das machen. Es gibt dann nur halt eine Möglichkeit für dich. Du kannst in die Tasche rein und so ins Flugzeug. Wir geben dir vorher eine Spritze, damit du nichts mitkriegst. Du gehst dann halt K.O. Nur was passieren kann, ist, du kannst dich voll scheißen oder dich voll pissen. Du kriegst das nicht mit. Das kann passieren, wenn du diese Spritze kriegst. Oder du gehst nüchtern rein. Ich habe gesagt, ey Leute, bitte. Versuch das doch mal so zu klären irgendwie. Ne? Und die haben es nicht hingekriegt. Und dann bin ich einfach nüchtern in die Tasche rein und bin dann tatsächlich so von Moskau nach Irak geflüchtet. In einem Koffer? In einem Koffer, ja. Aber wir sind mit einem Privatjet geflogen. Ach so, okay. Ja, also wir haben uns ein Privatjet geholt und sind dann mit dem Privatjet nach Moskau, nach Irak geflogen. Jetzt verstehe ich auch, dass du sagst, eine Flucht ist teuer. Ja. Ja, ja, unter anderem, siehst du. Und das haben wir dann gemacht und dann war ich in der Tasche und dann bin, aber dann im Privatjet, natürlich, wo als ich dann drinne war, bin ich ja von der Tasche raus. Als wir dann im Irak angekommen sind, musste ich aber dann wieder in die Tasche. Klar, logisch. Und die zwei haben mich dann so halt von der Tasche rausgetragen, zu zweit, weißt du? Zu zweit tragen die Tasche raus bis zum Bus, wo dann dieser Bus und zum Terminal fährt. Und dann bin ich im Bus ausgestiegen, ganz normal. Ja. Da denkt sich aber auch jetzt unter anderem das irakische Geheimdienst oder das oder die irakische Behörde oder keine Ahnung, die denken sich, okay, was ist da in der Tasche? Mhm. Die zu zweit tragen die so eine Tasche. Und daher, die dachten, wir haben das Gold im Irak versteckt. Ach, weil die dachten, das ist das Gold. Oh, weißt Gott. Du? Okay. Okay, da sind anscheinend die 130 Kilo Gold. Naja, das ist ein bisschen eine kleine Tasche dafür, oder? Ne, die Tasche war ja schon riesig, weil ich war ja da drin. Ach stimmt, okay. Das heißt, das hätte theoretisch gepasst. Ja. Deswegen dachten die ja, okay, da ist anscheinend das Gold drin. Und dann tatsächlich haben die uns verhaftet. Direkt? Ja, nach 2 Wochen. Okay. Und da hat es angefangen. So, was habt ihr gemacht in Deutschland? Wo ist das Gold? Ihr habt das doch hier versteckt. Und wir die ganze Zeit, nee, keine Ahnung, wovon ihr da redet. Ich habe keine Ahnung. Was laberst du? Und erklär mal so eine Iraki, wovon du, dass du gar nicht weißt, wovon er redet. Weißt du? Ja. Das ist schlimm. Das ist bei denen inakzeptabel und wollen dann unbedingt wissen, wo das Gold ist. Weil für die sind auch 1,9 Milliarden
Das ist viel mehr wert, logisch, ja. Geld. Und die wollten unbedingt wissen, wo das ist. Die haben auch gesagt, guck mal, sag uns, wo das ist, dann lass ich dich jetzt zu syrischen Grenzen raus. Mir ist das scheißegal. Ah, die holen sich das Geld? Ja, die sagen so nach dem Motto, gib mir das Gold. Ja. Ich will nur das Gold haben, ich lasse dich jetzt frei. Ja. Also ihr habt es abgestritten, aber ihr wusstet auch, okay, das Gold, das ist auf deutschem Boden. Das ja, ja, das ist ja gar nicht da. Ja. Wir sind da, nur wir sind da auf der Flucht, bis unsere Anwälte das geklärt haben mit dem Staatsanwalt. Ganz einfach. Und dann wären wir wieder zurückgegangen. Aber so ist nicht passiert. Wir waren 3 Monate im Gefängnis mit Folter, alle zwei, immer so ein-, zweimal die Woche haben die uns rausgefischt und haben uns gefoltert, geschlagen, um herauszufinden, wo das Gold ist, so, weißt du? Was heißt foltern? Das kann man sich hier wahrscheinlich schwer vorstellen. So, die haben uns geschlagen einfach, richtig ekelhaft geschlagen, so komische Methoden gemacht. Ich habe lange Handschellen bekommen, ja? So ganz lange Handschellen, die gehen so. Mhm, das ja? So. Und dann musste ich sowas anziehen, weil das hier so hinten so einen Haken hat, was dann so an eine andere Kette dran befestigt wird. Und dann zieht er dich hoch wie so ein Boxsack, weißt du? Ja, dann hängst du da so oben in der Luft, so, weißt du, mit einem Sack über dem Kopf, damit du auch nicht sehen kannst, wer dich da gerade bearbeitet und schlägt, weißt du? Dann kriegst du so einen Sack über dem Kopf, was dann auch so zugemacht wird, damit du bloß nicht irgendwie auch, weißt du? Das ist ekelhaft, Bruder, das ist schlimm. Und dann hängst du da oben wie so ein Boxsack und dann kriegst du von da und da mal ein Tritt, ein Schlag, Elektroschocks. Und der gibt dann einfach Wasser auf dich. Und so komische Sachen haben die gemacht, weißt du, und geschlagen. Und sag uns jetzt, komm, wo ist das? Wir wissen, du hast das hier versteckt. Boah. Wen willst du verarschen? Also ich meine, in diese Situation, wie ihr da reingerutscht seid, wie du da reingerutscht bist, das ist ja völlig, völlig bewusst. Ne? Das war kriminell. Nichtsdestotrotz ist das natürlich von Behörden, das ist halt menschenunwürdig, ne? Ja, ja. Und zum Beispiel mein Kollege, haben die einmal rausgeholt und dann kam der rein nach, ich glaube, lass mich nicht lügen, 8 Stunden, kam der rein ohne Bein. Ja, haben die sein Bein abgemacht, ne? Ja, ach, solche Sachen, ja, Bruder. Und der war da am Schmerz, der hatte Schmerzen gehabt, der ist dann durchgedreht. Der hat 24 Stunden, das schwöre ich dir, geschrien. Der hat nicht aufgehört. Ach du Scheiße. Der hat einfach die ganze Zeit geschrien, der hatte so Schmerzen, der hatte so richtige Schmerzen, dass ich angefangen habe, Schmerzen zu kriegen. So einfach. Und da habe ich natürlich Paranoia gekriegt, aber irgendwo hat es mich irgendwo wiederum beruhigt, dass sie mir zum Beispiel mit solche Sachen mit mir nicht machen können, weil ich Deutscher bin und die mich irgendwann mal nach Deutschland zurückbringen müssen. Die haben dann diese Methoden mit mir gemacht. Ich habe einfach immer die Fresse gehalten. Khatar hat auch die Fresse gehalten. Also wir haben einfach immer alle gesagt, hey, guck mal, du kannst machen, was du willst. Ich weiß nicht, wovon du redest, so, ne? Alles abgestritten. Ja. Nach 3 Monaten haben die uns dann abgeholt, die lieben deutschen SEK-Beamten. Warst du froh, dass ihr wieder zurück nach Deutschland kam? Ja, ich war irgendwo froh schon, aber irgendwo auch nicht froh, weil ich ja doch warten wollte, bis unsere Anwälte irgendwie diesen verdammten Deal machen mit dem Staatsanwalt. Gut, das heißt, ihr seid auf jeden Fall dann da abgeholt worden. Ab dem Moment war deutsche JVA angesagt. Genau, dann sind wir in Frankfurt gelandet und waren dann in Deutschland, ja, Bruder. Dann sind wir verteilt worden. Ich bin nach Stammheim gekommen. Was auch wieder auch so eine lustige Story ist, weil alle mir sagen, Stammheim ist der schlimmste Knast in Deutschland. Mhm. Und ich da dann angekommen bin und dachte mir nur, ich bin hier in einem 5-Sterne-Hotel. Ja, das war für mich Hayat, Bruder. Das war wie im Kamea, im Hayat-Hotel. Ja, normal, Bruder, ich komme gerade von Irak. Mhm. Ach so, stimmt. Weißt du, wo ich gefoltert wurde. Wo ich in meinem Rücken mit demjenigen sitze, 3 Monate. Und dann komme ich nach Stammheim, wo ich in meinem Bett hatte, mein Kopfkissen und eine Decke und meine eigene Toilette. Ich kann auf Toilette gehen, wann ich will. Im Irak durfte ich nur 3 Mal am Tag. Morgens, mittags und abends. Das heißt, du bist hier angekommen, hast dich auch wohlgefühlt. Und was waren so deine Gedanken? Wusstest du schon, okay, das gibt jetzt eine lange Haftstrafe? Ja, nee, ehrlich gesagt, habe ich schon mit einer langen Haftstrafe gerechnet, aber nicht so lang. Also das war schon für mich schlimm genug, dass ich jetzt mit 4 Jahre gerechnet habe. Als dann die Verhandlung angefangen hat, erzählt der Richter und der Staatsanwalt was von 13 Jahren. Ich habe zu meinem Anwalt gesagt, warte mal, stopp, hat er gerade 13 Jahre gesagt? Er sagt zu mir, ja. Ich bin direkt ohnmächtig geworden. Spaß beiseite, ich bin wirklich ohnmächtig geworden. Will er mich verarschen? Was für 13 Jahre? Für was? Ich habe doch keinen Menschen umgebracht. Der erzählt mir was von 13 Jahren, Alter. Für was? Für das ich einen Trickdiebstahl gemacht habe? Habe ich nochmal abgebrochen mit meinem Anwalt. Habe ich gesagt, geh dir mal bitte fragen, was der mir gibt, wenn ich es jetzt gestehe. Dann hat er gesagt, 8 Jahre. Da habe ich gesagt, okay, dann brich nochmal ab und sag ihm, ich will gestehen. Dann hat er es abgebrochen. Ich habe gestanden.
dass der Richter fragt mich, was kannst du zu der Sache sagen, zu deiner Tat? Meinte ich gar nichts. Ich nur einfach nur, dass ich gestehe. Punkt. Mhm. Habe ich gestanden, hat er mir 7 Jahre gegeben sogar. Nicht okay. 8, ja 7. Und ich habe die wenigste Strafe bekommen. Von euch allen? Ja. Mhm. Alle anderen haben 7,5 und Ratan hat 8 bekommen. Die meiste Strafe. Sind denn alle, die dabei beteiligt waren, am Ende gefasst worden? Ja. Sagst du mit einem Schmunzeln? Moment. Nein. Die sind alle verhaftet worden. Klar. Okay. Auch die Unterstützer drumherum? Alle. Die haben sie alle gekriegt. Okay. Mit einem Augenzwinkern. Okay. Nein, die haben die wirklich alle gekriegt. Spaß beiseite. Hat irgendwer in dieser ganzen Zeit verraten, was am Ende mit der Beute passiert ist? Nein, weil wir es doch alle gar nicht wissen. Aber du hast ja höchstpersönlich das Ganze an den Ort gebracht und... Ja, aber was die damit gemacht haben, weiß ich nicht, Bro. Ach so, das heißt, da waren dann doch auch Leute, die was damit gemacht haben. Ach so, ja, nee, das war derjenige, der das dann halt abholt. Der holt das ab, einfach. Okay, und das heißt, du hast den seitdem auch nicht mehr wiedergesehen? Nein, übrigens derjenige sogar, der das abgeholt hat, der ist gestorben nämlich. Ja gut. Bro, das ist kein Spaß, das ist wirklich gestorben. Der sollte kommen, der ist ja auch vorgeladen worden und der ist aber gestorben, tatsächlich. Einfach, der ist gestorben. Okay, dann tut es mir leid, dass ich jetzt gelacht habe, aber du hast mich jetzt 3-mal in Folge verarscht gehabt, deshalb dachte ich, das ist jetzt auch ein Spaß. Der ist wirklich gestorben. Das heißt, er ist die Person, die zuletzt wusste, wo das Gold ist. Genau. Und der das Gold auch genommen hat und bearbeitet hat. Das heißt, mit seinem Tod ist auch das Gold verschwunden. Ja. Okay, also andere Frage. Wenn du heute die Möglichkeit hättest, das Gold zurückzugeben, würdest du es tun? Nein, never. Never? Nein, warum? Bro, ich habe dafür schon Gebühr abgesessen, alles. Weißt du? Ich würde es nicht machen. Vielleicht vorher, ich würde es nicht gemacht haben, generell die Tat, wenn ich das ändern könnte. Mhm. Ich war 7 Jahre im Gefängnis, okay, davon 6 Jahre habe ich gesessen. Aber diese Zeit kann mir keiner geben, weißt du? Ich habe einfach 6 Jahre meines Lebens im Knast verbracht. Und meine Mutter hat sehr gelitten, meine Brüder haben sehr gelitten. Einfach Menschen, die mich lieben, die ich auch liebe, die haben darunter sehr gelitten. Und das bricht mir das Herz, deswegen bereue ich das sehr. War es das Gold letztendlich wert? Niemals, nein. Gar nichts auf der Welt ist wert. Nichts, wirklich nichts. Ein Kuss von meiner Mutter auf die Wange ist mir viel wertvoller als 1000 Tonnen Gold. Krass. Das sage ich ganz ehrlich. Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiges Statement für alle jungen Erwachsenen vielleicht, die jetzt gerade selber das Gefühl haben, wie du damals, ich muss irgendwas reißen, ich muss irgendwas Bahnbrechendes verändern, um meinen Kontostand zu erhöhen, um was auch immer Ansehen zu bekommen und weiß der Kuckuck, was einem da durch den Kopf schießt, wenn man sowas Verrücktes, auch Dummes plant. Aber wenn du jetzt heute sagst, okay, ich habe das alles durch, ganz Deutschland kennt mich irgendwo auch genau für das und trotzdem würde ich jetzt im Nachhinein sagen, ich bereue das, weil ich halt meiner Familie ganz besonders wehgetan habe und Zeit verloren habe. Dann hoffe ich natürlich, dass so ein Video wie dieses hier auch Menschen davon abhält, vielleicht so etwas durchzuziehen. Du hast ja selber auch gesagt, du hattest kalte Füße und im Idealfall hört man dann so ein bisschen auf dieses Bauchgefühl und sagt dann, wir finden vielleicht auch einen anderen Weg. Sammy, was würdest du abschließend Zuschauern da draußen raten, die vielleicht selber noch nicht so 100% wissen, wohin sie das Leben jetzt führen soll und mit dem Gedanken spielen, vielleicht auch so einen kriminellen Weg einzuschlagen? Also auf jeden Fall würde ich euch allen empfehlen, die Finger da wegzulassen von diesen kriminellen Sachen, weil die bringen wirklich nicht weiter. Am Endeffekt ist das alles nur falsch. Wirklich, das ist falsch und das solltet ihr auf jeden Fall sein lassen. Gebt lieber eure Energie, eure Power an legale und positiven Sachen. Egal, was für ein Ziel du hast, vor Augen setzen und diesen Weg gehen und du wirst es schaffen. Super. Nur diese ganzen kriminellen Scheiß
lassen, weil das wirklich der größte Bullshit ist auf Erden. Ohne Scheiß. Aus deinem Mund sind diese Worte nochmal doppelt so viel wert. Ich kann mich da nur anschließen, Freunde. Hier habt ihr jetzt auch jemanden sitzen, der das am allerbesten beurteilen kann. Und ich freue mich über jeden da draußen, der den legalen Weg wählt und den illegalen beiseite lässt. Ihr könnt selbstverständlich bei Sammy auch mal vorbeischauen. Der ist aktuell sehr aktiv, nutzt diese Corona-Zeit. Album, Singles und alles hat er mir schon verraten. Ist sehr aktiv. Also schaut gerne vorbei. Und wenn ihr da draußen jetzt das Gefühl habt, ihr müsst auch mal in diesem Format mit dabei sein, dann schreibt mir doch einfach eure Geschichte auf Facebook. Ihr dürft natürlich diesen YouTube-Kanal noch aktivieren und die Glocke abonnieren, um keines dieser Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich bei dir, bedanke mich bei euch und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank an dich, Sammy, dass du deine Geschichte heute mit uns geteilt hast. Und ihr könnt natürlich noch hier das Video von Simplicissimus abchecken. Ein spannendes Video von uns zum Thema Depression gibt's auch noch. Und das war's aber jetzt von mir, Freunde. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ciao, euer Leroy.